Uns kann nichts passieren. Ich habe eine kleine Rückendeckung, richtig? Die besser als die ich jetzt habe? Ich bleibe. Noch mehr der kleinen Drecksviecher? Die besser als die ich jetzt habe? Das sind 25. Das sind 25. Ich weiß nicht, welche besser ist. Jetzt frisst wieder jemand. Da. Noch mehr? Oder war es das? Die haben ja wirklich Schweine getötet. Ich höre noch welche. Ich sehe sie nur nicht. Was nichts heißen muss. Ich bin ja blind, was das angeht. Dankeschön. Nein, ich will diese Waffe nicht wechseln. Die ist zu gut dafür. Ich höre, sehe euch aber nicht. Und hier sind eindeutig zu viele Löcher. Ja, das sagst du ziemlich spät, Junge. Komm her. Komm her. Da ist noch einer. So, wie viel kommen? Da ist noch einer. Ja, entdeckt. Okay. Die haben das Zeitliche gesegnet. Ja, ich sehe ihn, Junge. Der ist schon tot. War es das jetzt? Nein. Wie viel hältst du aus, du Sau? Einige sterben mit einem Schuss, andere sterben mit dreien. Letzter? Nein. Bin dabei. Wo? Da. Das ist schwer mehr. Wie du mir, so ich dir, oder wie ist das so schön? Ah, Leute, kommt. Da ist noch einer. Wie viele kommen noch aus den Ecken geschissen? Da ist noch eine. War's das jetzt? Nein. Hey, aufpassen! Ja! War am Nachladen. Gut, weißt du was? Ich bewege mich jetzt von der Stelle. Ich habe nämlich genug. Oh, jetzt muss ich die Maske wieder aufsetzen. Hat der Junge auch eine Maske? Gibt es wieder einen Weg, den ich nicht sehe?
da, oder? Nee. Hä? Wo muss ich hin? Ah! Gefunden! Dankeschön für das Minimum, was ich wieder kriege, für das, was ich verschossen habe, du Sau! Ich hätte sie ja fast erwischt! Drecksau! Maske? Nein? Er atmet noch normal? Ich darf sie nicht anfassen, aber das Mun was in dem ist Schrank. Das? Im Schrank? Mun? Okay. Welcher Schrank? Der? Was sind das für Viecher? Und es waren nur noch seine Schuhe da, was? In dem da. Ja. Ich kenne die Mondschränke, da mein Vater ein Späher war. Aha. Schau in den mit den Zahlen. Hab ich. Vielen Dank. Kleiner. Ich habe auch eine Waffe. Aha. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber oh, du schade. Kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Das wäre nice von dir, wenn du mir die leihen würdest. Ein kleiner? Jetzt einfach mal so frech und gehe hier durch. Da ist noch einer. Ach, was du nicht sagst. Echt? Erzähl mir was Neues. Wer? Ihr wollt echt, dass ich Muni verschieße, kann's sein? Hey, aufpassen! Oh ja. Hasse diese Drecksviecher. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Das weißt du schon, bevor das Vieh raus ist. Aha. Hey, da kommt einer von hinten. Aua. Ja. Aber ich musste erst nachladen. Weißt du was? Na, wir können nicht rennen mit hey, dir. Hey, aufpassen! Hey, aufpassen! Ich will nicht schon wieder ins Feuer laufen. Dankeschön. Du verstehst wenigstens was von guten Waffen. Verstehe ich auch nicht. Ich habe keinen Schimmer, ob die Waffen, die ich besitze, gut sind oder nicht. Oder wie auch immer. Ich darf aber ruhig mal wieder speichern. Weißt du? Hey, pass auf, da ist ein Loch. Ach was. Echt? Da ist ein Loch. Es speichert, also muss es richtig sein, wo ich hingehe. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mhm. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Okay. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Wer? Jetzt nicht mehr. Hey. Aua. Ist einfach mal in der Wand verschwunden. Und ihr seid solche Scheißsäcke. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hey, auf! Zwei auf einmal. Cool. Wird das hier Sammelstation? Ich wechsle mal Waffe.
Ich möchte die Granate. Danke. Meinst du das? Oder wo meinst du genau, sollte man keine Granaten werfen? Natürlich. Mama meint, die Decke ist schwach. Aber wo? Genau. Hey, was ist das? Sieht aus wie ein Draht. No! Ich bin mitten reingelaufen. Hat zum Glück gespeichert vorher. Das ist aber dumm von mir. Muss ich hier lang gegebenenfalls? So, aber wenn der Junge keine aufsetzt, dann muss ich wahrscheinlich auch keine aufsetzen. Also hirnrissig eigentlich. Trotzdem versuchen wir es. Von da wären wir wahrscheinlich gekommen, wäre ich nicht in den Draht getreten. Ich wollte gerade fragen, ob wir jetzt eine Runde schwimmen gehen, du Sackgesicht. Das scheint ja nicht tief zu sein. Verlassen wir wirklich die Station? Nur für kurz. Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und vielleicht. Dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Weiß ich nicht. Sag am besten einem Kind, dem es so erging. Ich weiß es doch. Wow. Nicht. Keine Ahnung. Was ist das da oben? Wo? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Ich muss dich leider enttäuschen. Das habe ich schon auch. Auch schon. Mehrfach. Hier was für mich? Nein. Aber es hat gespeichert. Und er sprach vom Himmel. Vielleicht müssen wir hoch. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Bestimmt. Man stelle sich jetzt vor, eine Meute voll Menschen voller Panik versucht hier hochzugehen. Das kann witzig Moment. Werden. So hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Dann erst recht. Ihr Bastarde, lasst mich los. Mein Sascha ist da draußen. Sein Onkel wollte ihn zurückbringen. Aber ich hätte selbst gehen sollen. Sascha! Was, wenn sie ihn erwischt haben? Warum habe ich ihn nicht zu Hause behalten? Jetzt du mal. Oh, guck mal, wen ich da habe. Das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Zu spät, haben wir schon. Du lebst. Ja. Sascha, bist du okay? Aber wo ist dein Onkel? Der ist nicht mehr. Mit mir. Onkel ist tot, Mama. Aber dieser Mann hat mich getragen. Dieser Mann hat mich getragen. Die Monster abzuschießen. Mama, ich habe den Himmel gesehen. Ich komme in Frieden. Danke, Mann. Bitte. Haben Sie eine Ahnung, wie viel der Junge bedeutet? Sein Warum? Vater ist uns allen wichtig. Und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ihn das umgebracht. Und ohne ihn wären wir alle erledigt. Kann ich ihn treffen? Vielen Dank. Vielleicht? Hi. Ich hab geholfen. Oh Gott, armer Serjosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Bitte. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen, wenigstens etwas. Ihr werdet sie auch brauchen. Alles gut, behalte. Ich krieg mal schon meins zusammen. Die Station ist nicht weit von hier, aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche.
Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Ich will aber nicht. Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur Schwarzen Station führt. Mhm. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Danke. Boah, hab ich Bock drauf. Spiel ist gut. Ich kann da nicht hin. Boah, wie viel Scheiße wir hier schon erlebt haben. Hi. Ich kann hier kaufen? Guter Deal. Patronen. Sonderangebote. Rabatte. Beste Waffen von den Schmiedemeistern. Dieses Ding ist 5-mal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Bist du dir da sicher? Also ich bin sehr zufrieden mit dieser Waffe. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Aber ich habe nicht Werfen genug. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Ja. Wie Sie wollen. Ja. Ich spiele zum ersten Mal. Leute, lasst mich. Ihr seid verrückt. Ja, bin ich. Weiß ich. Mein Plan ist verrückt. Das weiß ich. War schön mit euch. Dunkel war es, der Mond schien helle. Außenposten, ich was? Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Nein. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Nein. Bitte nicht schon wieder. Gar keine Lust. Die Leiter runter! Scheiße, verdammte Fledermäuse! Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Rutscht am besten aus. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Flugführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Mach das. Oh, wie viele sind das? Scheiße. Du siehst mich da hinten nicht. Gehen wir das nochmal durch. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können. Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen, finde ich gruselig. Na, was wir probieren es einfach. Haben Sie auch darüber nachgedacht, was wir tun, sobald... Scheiße.